Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, Herr Institutsleiter, liebe Elisabeth, alle, die beteiligt sind an dieser wahrscheinlich sicherlich tollen Tagung, die jetzt kommen wird, die nächsten zwei Tage. Was Sie hier gesehen haben, ist also ein richtiges Beispiel des sozialen Wandels. Ja? Sozialer Wandel heißt, die Welt verändert sich sehr schnell in Richtung Individualisierung, in Richtung PC. Nur ab und zu funktioniert es nicht so richtig. Das heißt, in mir selber drin ist der soziale Wandel so, dass ich zwar, ich bekenne, bei Facebook bin, aber kein Laptop dabei habe. Und es hat jetzt einige Probleme gegeben. Wir haben auch kein Internet jetzt, das funktioniert. Leider kann ich Ihnen das nicht vorführen, was ich vorführen wollte. Das ist nämlich eine sehr tolle Geschichte. Was Sie hier sehen, ist ein Musiker, der in Italien ist, in Pisa. Und dann sind noch andere Musiker dabei, einer in New Orleans. Mehrere in Südafrika, im Kongo, ein Bratschenspieler in Moskau. Und die spielen live zusammen, weltweit. Das ist ein Friedensprojekt und das hört sich wunderbar an. Und die spielen da Stand By Me. Leider können wir es nicht hören. Also vielleicht kann man die PowerPoint-Präsentation denen, die es wollen, zuschicken. Und sie können sich das anhören. Warum wollte ich... Ja, genau. Dankeschön, Dankeschön. Warum wollte ich damit starten? Sie können sich schon vorstellen, was ich damit ausdrücken will. Ich will damit ausdrücken, egal wie weit man voneinander entfernt ist, egal welches Instrument man spielt, egal welche Sprache man spricht, egal wie man den anderen begrüßt, Verschiedenheit kann zu etwas Wunderbarem werden, indem ein wunderbares Musikstück daraus entsteht. Es kann eine wunderbare Geschichte entstehen. Und das ist aber nur der eine Punkt. Der zweite Punkt und der fast wichtigere ist, dass eigentlich ja, es ohne diese Heterogenität, diese Vielfalt, diese verschiedenen Instrumente ja gar nicht geht. Es geht nur damit, dass wir verschiedene Instrumente haben. Und das ist genau der Punkt, wenn wir in der Klasse sind, wenn wir mit Schülern, Jugendlichen zu tun haben, wenn wir überhaupt mit Menschen zu tun haben. Heterogenität, Vielfalt ist Bereicherung. Das ist ein Punkt, der sozusagen der Paradigmenwechsel ist, über das hinaus, dass wir damit umgehen lernen. Dass wir also lernen, das ist was unheimlich Wichtiges. So, und jetzt habe ich leider wieder... Ah, okay. Ich beginne den Vortrag mit einer Persönlichkeit, die Ihnen vielleicht bekannt ist. Entschuldigung, das ist irgendwie sehr rutschig da. Ja, bitte, machst du das, weil irgendwie ist der Rutsch da, das Bett. Bitte. Ich beginne mit einer Persönlichkeit, die erst vor kurzem verstorben ist, leider verstorben ist und die viel zu wenig bekannt ist. Das heißt, bekannt ist sie schon bei einschlägigen Kreisen. Ihr Name Ruth Kohn, eine bekannte Psychoanalytikerin, die dafür steht, dass das Ich sozusagen im Prozess wahrgenommen wird. Und zwar nicht nur im Unterricht, sondern allgemein auf der Welt, in allen Bereichen, wo Menschen zusammenarbeiten. Kannst du nochmal zurück, bitte? Ruth Kohn hat die themenzentrierte Interaktion in die Welt gebracht sozusagen. Vielen von Ihnen wird es bekannt sein und vielen wird bekannt sein, dass da drinnen so Dinge stehen wie Autonomie. Also der Mensch ist eine psychobiologische Einheit, er ist Teil des Universums, er ist autonom. Jeder Mensch ist einzigartig sozusagen und soll als einzigartiges Wesen auch gesehen werden und in seinen Stärken, in seinen Schwächen und soll wertgeschätzt werden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist auch Grenzen erweitern. Diese Autonomie heißt, von der Autonomie aus soll ich ihm Möglichkeiten geben, diese Grenzen zu überschreiten. Übersetzen wir es in die pädagogische Realität. Die Grenzen zu überschreiten heißt auch, sich zu entfalten, sich wiederzufinden, angenommen zu werden. Und diese Punkte, Autonomie, Wertschätzung, Freiheit, kommen vielleicht auch zwischendurch auf die Handreichung von der Elisabeth. Ich glaube, Seite 3, 4 im Vorwort auch von dir, sind genau diese Begriffe drin. Autonomie, Freiheit, Wertschätzung, Demokratie auch. Auch Demokratie war ja sehr wichtig. Bitte.
Und das kennen Sie vielleicht schon, das kennen Sie vom sozialen Lernen. Ruth Cohn ist sozusagen die Begründerin auch dieses Dreieckes, das da steht, ich, wir, Thema S. Ja? Und dabei ist ihr immer wichtig gewesen, dass das nicht nur in einer Beziehung steht, sondern dass allen diesen Punkten Wertschätzung in dem Sinn gegeben wird, dass man sie mit einbezieht, dass man sie ernst nimmt, dass man das Ich ernst nimmt, das Wir ernst nimmt und diese Verbindungen da auch sieht. Ja? Und sie hatte auch noch etwas dabei, den Globe, das ist das Umfeld, das sogenannte Umfeld. Das ist alles, was rundum ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und das ist zum Beispiel die gesamte, sich sehr schnell ändernde, globalisierte Welt. Und Sie wissen sicherlich, was ich meine, wenn Sie mit Jugendlichen zu tun haben, mit Kindern, mit den vielen Einflüssen. Ein Zitat nur von Heinzelmeier, Institut für Jugendforschung in Wien. Ein Hip-Hopper in Wien hat mehr gemein mit einem Hip-Hopper in New York als mit einem Krocher in Wien. Ja, in Wien, ja. Wobei, die Krocher gibt es ja schon wieder fast nicht mehr, muss man dazu sagen. Nicht? Aber was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Die Jugend lebt halt ganz anders, auch die Wirtschaft, die Industrie arbeitet ganz anders wie früher einmal. Diese Umwelt spielt da natürlich auch rein. Übersetzt in soziale Lernen, eine wesentliche Vertreterin ist Ruth Mitschka, von der diese Grafik hier kommt. Auch hier haben wir das Ich, das Wir und die Sache. Und das Wesentliche ist hier auch noch der Pfeil, wenn Sie genau sehen und schauen. Es beginnt beim Ich. Es beginnt beim Ich, es beginnt natürlich bei der Person, beim Selbstwert, bei der Anerkennung. Dann werden die anderen Dinge auch leichter funktionieren. Sowohl die Zusammenarbeit als auch die Sache, sprich die Schule. Bitte. Selbstständigkeit und Zusammenarbeit sehen Sie, hören Sie fast in allen Stellungnahmen, die es heute gibt zur Schule, zu einer anderen Schule, Reinhard Karl, Treibhäuser der Zukunft, habe ich zufällig jetzt drin, wobei die Elisabeth es heute Abend bringen wird, den Film, kann ich nur sehr empfehlen. Die deutschen Schulen stehen vor dem Umbau, ihre Fundamente müssen erneuert werden, denn die Art, wie in ihnen gelernt wird, ist nicht sehr erfolgreich. Das Maß heißt Selbstständigkeit und Zusammenarbeit, also ich und wir. Und natürlich kann man das auf Österreich übertragen. Und auch die Frage vielleicht dazu, ist das jetzt was Neues? Haben wir da was ganz was Neues? Und da muss man ganz klar und dezidiert sagen, und Sie werden es wahrscheinlich wissen, natürlich ist das überhaupt nichts Neues. Ich hätte hier jede Reformpädagogin, jeden Reformpädagogen nehmen können. Ich habe einfach den John Dewey gewählt, auch deswegen, weil hier so Punkte drin vorkommen, die da reinpassen, für mich in die Individualisierung ganz stark. Er hat auch noch die Demokratie dazu genommen, also autonom demokratische Bürger zu erziehen, die, Sie sehen es da eh, ich möchte es nicht so vorlesen, ich glaube, es geht immer darum, selbst das Kind zu stärken, das Kind selbst mit Materialien, Werkstätten und so weiter auszustatten. Und jetzt kommen wir zu einer ganz modernen Geschichte, eigentlich steht in der letzten Zeile, steht drinnen, dem Lehrer kommt dabei nicht die Rolle des Wissenden und Bevormundenden zu, sondern die eines Mitarbeiters. Sie können es übersetzen mit Coach. Ja? Also das ist ja ganz ein moderner Begriff. Der Lehrer vom Lehrenden, vom Wissensvermittler zum Coach. Und das ist auch ein zeitgemäßer und einfach wichtiger Begriff. Das ist schon eine Zeit lang her, dass der Herr das gesagt hat. Ja? Bitte. Also diese Dinge sind im Prinzip nicht neu, auch andere Sachen. Wenn Sie auf die Seite des Bundesministeriums schauen und da so Sachen sehen wie lebenslanges Lernen, informelles Lernen oder ähnliche Dinge. Naja, die Schule, wie wir sie heute haben, ist nicht die Schule, wie sie immer war. Das ist so wie mit der Ehe, beziehungsweise mit der Familie. Die Familie war auch nicht immer eine Kleinfamilie. Ist erst durch die erste industrielle Revolution eine Kleinfamilie geworden. Das heißt, wir sehen ja nur das eine Bild, diese Schule, die wir haben, und sind sozusagen irgendwie gebannt von diesem Bild. Und man sieht es immer wieder, wenn ich meinen Studierenden sage, ja, schaut euch einmal das System an, wie es woanders ist. Dann kommen halt immer die Fragen, ja, wann mache ich dann die Schularbeit oder wann mache ich das? Das heißt, man ist sehr verhaftet in diesen alten Denken und Sie kennen wahrscheinlich den Herrn Bernd Schilcher,
auch aus der Steiermark, Leiter der Schulreformkommission, der immer wieder darauf hinweist, dass eigentlich ein preußisches System übernommen wurde, weil die österreichischen Soldaten ja, verloren haben gegen die Preußen damals. Ja, und deswegen ist das Schulsystem damals besser gewesen und deswegen haben wir es eingeführt mit allem, was dazugehört, nämlich genau diese 50 Minuten Stunde und so, ja, und so weiter. Also die Schule war nicht immer so, wie sie heute ist. Ja, und eigentlich sollte das Zentrale meines Vortrags sein, die gesellschaftlichen, kulturellen Rahmenbedingungen und wie ich schon mit der Jugendkultur jetzt kurz angedeutet habe, das ist im Prinzip alles, ja, und ich kann leider nicht über alles sprechen, das wäre ein bisschen viel. Das heißt, ich habe einige Punkte einfach rausgenommen und das sind einfach die Punkte, die immer wieder in Diskussion sind mit den Lehrern, mit den Studenten, in der Politik. Und die eine große Frage ist natürlich, wir wissen, dass gewisse Länder den Umbau der Schulen schon geschafft haben oder zumindest am Weg sind oder zeitgemäßer sind. Und eine Frage stellt sich natürlich, wenn man das so verfolgt, kann man ein Schulsystem einfach übernehmen? Kann man, das ist die Flagge von Finnland, kann man Finnland, das Schulsystem von Finnland, übernehmen in Österreich? Natürlich kann man das nicht, das weiß man. Ich zeige meinen Studierenden, sie sind aus dem berufsbildenden Schulbereich, immer den Film von Dänemark über das Berufsschulsystem dort. Das Berufsschulsystem ist ganz anders als unser Schulsystem. Es gibt keinen Frontalunterricht, es gibt wirklich Eigenständigkeit des Schülers, des Studenten. Es gibt keine Lehrpläne. Also die Lehrer sitzen zusammen und entwerfen wirklich gemeinsam, was sie tun. Es gibt nur Kompetenzziele vom Ministerium. Naja, und dann sitzen meine Studenten drin, die auch Lehrer sind und sagen, wenn wir zu 20 zusammensitzen, naja, ob da was rauskommt, nicht, das ist irgendwie fraglich. Ja. Und ich war selber in Norwegen und habe das erlebt, wie die Lehrer dort kooperativ zusammenarbeiten können. Ich beziehe das jetzt nicht nur, um das klar zu sagen, auf die Lehrer, das ist Österreich. Ja. Es gibt tatsächlich kulturelle, gewachsene Unterschiede, die eine Übernahme unheimlich erschweren. Das gleiche Beispiel ist, dass in skandinavischen Ländern oft die PC-Räume offen sind und da gehen alle rein. Und meine Berufsschullehrer sagen halt immer, wenn du das bei uns machst, ist alles kaputt. Ja? Wahrscheinlich stimmt es teilweise. Das muss man ehrlich sagen. Es gibt auch einen Ausspruch von einem deutschen Fachmann in diese Richtung, der sich mit Umwelt, mit Verhalten gegenüber der eigenen Umwelt beschäftigt und der hat einmal gesagt, in Deutschland fängt die Umwelt dort an, wenn das Öl ausrinnt. In Dänemark oder in Schweden fängt es dort an, wo es gilt zu gestalten. Und das ist ein Riesenunterschied, das ist ein kultureller Riesenunterschied. Das sind einfach Dinge, die einfach bei uns sehr schwer derzeit noch, ich sage mal derzeit noch, ja, also ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber das braucht seit Zeit, ja, das braucht seit Zeit wie viele Dinge, gesellschaftliche Dinge. Soziale Wandel wollte ich unten noch zeigen, wir wissen, wir können zwar das nicht übernehmen, aber was wir wissen, es ist ein sozialer Wandel passiert. Die Jugend ist heute anders wie früher. Wenn Sie einen Gehirnforscher Hütter hören, die Jugend kann nicht mehr so da sitzen und so zuhören. Die können das nicht mehr. Der Daumen vom SMS-Schreiben ist da drinnen, verstärkt. Das heißt, sie haben andere, sie haben Multitasking-Fähigkeiten, die sie tatsächlich unheimlich gut können, wenn man Jugendliche anschaut. Und sie sind nicht mehr so wie früher. Das heißt, es gibt einen sozialen Wandel, es gibt Unterschiede weltweit in allen Bereichen fast. Das heißt, der dicke Pfeil bedeutet nichts anderes, als in Finnland oder in anderen Ländern hat man eben tatsächlich Individualisierung, offenes Lernen und ähnliche Dinge realisiert, die mehr dem realen Menschen von heute entsprechen. Das ist Tatsache. Und da ist der Pfeil ein bisschen geringer nach Österreich. Ja, das ist jetzt, dass es nicht zu lang wird, möchte ich da noch kurz drüber auch ein Kollege aus der Steiermark, Landesreferent für Schulpsychologie Zollneritsch, ich möchte die Punkte nicht einzeln anführen, weil Sie kennen die Diskussionen ja um Ganztagesschule, um Sitzen bleiben und so weiter, das ist alles bekannt, aber vielleicht auf den einen Punkt, der recht steht. Er spricht immer davon, dass das Mythen sind, Mythen, die eigentlich mit der Realität gar nicht so viel zu tun haben sollen und dass diese Mythen ganz engmaschig verknüpft sind in Österreich. Ja, also
Es kommt unten irgendwie außer, die Schule muss wehtun. Und das Fördern ist nicht wichtig. Und man muss früher aufstehen. Und man muss für den Test lernen und für die Schularbeit. Und nicht dafür, dass man etwas gelernt hat. Und das sind schon wesentliche Unterschiede, die auch mit dieser Struktur, mit der ganzen Struktur, die Sie ja eh, Sie kennen ja eh die einzelnen Punkte. Natürlich ist es klar, dass wenn eine Schule sehr früh beginnt und sehr früh endet und sehr komprimiert ist, die Leistungen nicht so groß sein können wie eine Schule, wo man inzwischen Pausen hat, die später beginnt. Und nicht umsonst hat Finnland zum Beispiel doch größeren Erfolg bei weniger Schulstunden. Bei weniger Schulstunden. Bitte. Ja, vielleicht noch, dass wir auch sehen, ganz klar, obwohl Sie es wahrscheinlich eh wissen, dass Österreich in vielerlei Hinsicht eine Extremposition einnimmt, meistens mit Deutschland. Beginn der Schule in der Früh, da ist Österreich Spitzenreiter, von 7 bis 8. Wenn jetzt jemand fragt, wann, welche Schule beginnt um 7, alle Berufsschulen. Aber auch sonst, ja. Auch sonst sehen Sie, ich würde es jetzt nicht vorlesen, also die Schule beginnt sehr früh und sie beginnt auch mit der Schule. Das ist das Nächste. Ne? Es gibt keine Möglichkeit, sich zu finden, über Sachen zu sprechen, Fußball, die gestern passiert sind oder ähnliche Dinge. Bitte. Oder Gesamtschule, ich glaube, da brauche ich auch nicht drüber reden, sind wir auch die einzigen Länder in Deutschland und Österreich, die eben diese Trennung so früh vornimmt. Alle anderen Länder sind weit davon entfernt, jetzt vom Alter. Aber es stimmt auch für viele andere Dinge, denken Sie an Evaluation der Lehrer. Ja? Auch Evaluation liest man immer wieder und weiß man, ist in anderen Ländern einfach üblicher als bei uns. Bitte. Wenn wir jetzt ein bisschen zum Österreicher selber gehen, und da darf ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe eine Lehrveranstaltung jetzt gehabt, Qualitätsentwicklung und Bildungsforschung. Und diese Lehrveranstaltung hat einmal so begonnen, dass ich einige, ja, sagen wir mal so, Dinge in den Raum gestellt habe, was ist eine gute Schule. Und dann wollte ich von den Studierenden Beispiele. Und das war sehr interessant, weil eine Studentin, deren Mutter hat im Rabtal in der Steiermark als Lehrerin eine Woche lang, und es war 1998, eine Nachbildung der Realität einer kleinen Stadt mit den 7-jährigen Kindern durchgeführt. Das Projekt hieß Lernstadt 2a und da sind die Kinder vorbereitet worden und eine Woche lang durfte der eine Bub Bürgermeister sein und der andere war Verkäufer und der dritte war Lehrer und so weiter. Nach einer Woche ist das gewechselt. Jeder war sozusagen, Treibhäuser der Zukunft, Chairman. Jeder hatte so seinen Bereich, für den verantwortlich und es war 4 Wochen lang ein ganzheitliches Lernen, in dem Sinn, dass 7-jährige Kinder verstanden haben, wozu man Steuern zahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Die haben wirklich verstanden, indem sie also Plastikgeld gehabt haben, da kriege ich vom Kaufmann ein bisschen was und, ja, und dann trage ich ein bisschen was in die Schule, weil die erziehen ja meine Kinder dann. Nicht? Das ist ja ein ganzheitlicher Zugang. Der sensationell war, die Beschreibung der Studentin war natürlich ohne Murren und Probleme, es gab keine Streite. Jeder war wirklich sein Chairman irgendwo und hat Sinn gesehen in der Sache. Ja. In der Sache eigentlich Sinn gesehen, hat irrsinnig viel profitiert. Und jetzt kommt es aber erst, der Studentin ist dann einmal rausgerutscht, aber zwischendurch hatten sie ja auch einen normalen Unterricht. Und es war auch in der Dokumentation, es war ein Video, es wurde auch ein Video gezeigt, auch im Video ist es ab und zu vorkommen. Das heißt, obwohl jeder weiß von der Begeisterung der Kinder bis hin zur Gehirnforschung, dass dieser Ansatz wunderbar ist eigentlich, sah sich die Lehrerin bzw. auch die Studentin dann immer wieder hinzuzufügen, ja, inzwischen haben wir aber eh was Normales auch gelernt. Und das ist so typisch irgendwie österreichisch, muss man sagen, und ich will nicht sagen nur österreichisch, aber zumindest ist das genau das Problem, wovor wir natürlich stehen. Und jetzt wäre ich noch ein bisschen gemeiner, indem man soll ja ein bisschen überzeichnen und darf Ihnen sagen, wenn es um so sozialen Wandel geht und Österreich, ja, da gäbe es auch die Überschrift Veränderungsresistenz trifft auf Wir sind Kaiser.
Und das ist die Stadt Graz. Einige von Ihnen werden sie wahrscheinlich kennen. Und die Stadt Graz mit ihrer Fußgängerzone, man sieht da die Herrengassen. Das ist eine sensationelle Geschichte, ja, die Entwicklung nämlich der Fußgängerzone. Zuerst der Hauptplatz, dann die Herrengassen und so weiter, der Jakominiplatz, dann Spur Murgasse, dann lang nichts, dann Südtiroler Platz, eine lange Diskussion. Dann die Annenstraße und die Annenstraße inzwischen wieder rückgängig gemacht worden, weil zu wenig Umsatz war. Das heißt, man hat ein Stück ganz langsam nach dem anderen und diskutiert, ist diskutiert. Veränderungsresistenz, ja. Und wie steht es mit unserem Schulsystem, brauche ich noch sagen, oder mit dem Nichtraucherschutzgesetz? Der Österreicher tendiert dazu, sich nicht gerne radikal zu verändern. Können wir schon weiter tun. Und ein bisschen brav ist er auch, ja. Der Erfolg von Wir sind Kaiser hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es Bilder transportiert werden, die auch zutreffen, wo man sich als Österreicher wiederfindet. Darum ist der letzte Spruch immer ein bisschen brav. Aber ein bisschen brav sein, Sie kennen das ja. Das ist, warum habe ich das da dazu getan? Softwarepiraterie, das blende ich mir erst später ein. Ich frage immer, wo sind denn die Österreicher mit der Softwarepiraterie? Wird da viel schwarz gebrannt oder wenig? Und dann sagen die Studenten immer, ja alles, ich brenne alles. Tatsächlich ist es so, dass Österreich den niedrigsten Anteil an illegaler Software in der EU hat. Ja? Jetzt haben wir mal was richtig Positives über Österreich. Gell? Sind wir zwischendurch froh. Ja? Und das ist schon ein Grund, was heißt das jetzt für die pädagogische Welt? Was heißt das für die pädagogische Welt? Das heißt natürlich, auch der Bernd Schilcher hat es gesagt, wir wollen schon was verändern, aber nicht bei mir jetzt unbedingt kleinert. Ja? Also lieber zuerst woanders und schau mal, wie es funktioniert. Ja? Und da darf ich wirklich verweisen auf andere Länder, die ihr Schulsystem radikal auch umgestellt haben und wo alle mitgezogen haben. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist klein-klein und ja nicht zu viel anecken. Auch ein Punkt, der da reinspielt, ist die Olympiade. Sie werden es wahrscheinlich auch verfolgt haben. Das war schon auch sensationell, wie Österreich mit den Erfolgen oder Nichterfolgen umgegangen ist. Am dritten Tag war schon der Jimmy Steiner, der damals in Sarajevo nur eine Medaille, die einzige, geholt hat. Und da haben sie schon eine Übertragung gebracht von damals, vom Interview, mit dem Hintergrund, was ist, wenn Österreich keine Medaille macht? Das werden Sie vielleicht nicht lesen können, weil es doch relativ klein ist. Das war am 10., das war am 8. Tag. Österreich hatte 10 Medaillen. Finnland hatte bisher als doch ein Wintersportland natürlich für den nordischen Skisports, hatte eine Medaille zu dem Zeitpunkt. Schlagzeile in dieser Zeitschrift, letzte Hoffnungslalom, ÖSV-Herrencheftrainer Giga übt sich in Durchhalteparolen, trotz Olympiadebakel überzeugt. Da hatten wir schon 10, Österreich schon 10 Medaillen, steht Olympiadebakel, ja. Und vielleicht als letzter Punkt noch, eine Kollegin von mir, ihre Tochter war in Vancouver und die ist überall beglückwünscht worden über die Erfolge, wegen der Erfolge der Österreicher. Das ist so auch so ein Punkt, der, wenn man jetzt auf den Schulbereich, auf den Bildungsbereich oder überhaupt auf Veränderung bezieht, das ist genau das, auf Ergebnisse, sofort auf Ergebnisse schauen und nicht den Prozess abwarten. Auf den Prozess lasse ich mich gar nicht ein. Geht's gut oder geht's nicht gut? Und das ist natürlich auch, und dann natürlich auch das etwas Lamoyante, das so Jammernde, ja, und sich eben in diesen extremen, himmelhoch jauchzend, zu tief betrübt, ne, sagt man so schön, bewegen. Gut, jetzt komme ich zu den Lehrerinnen und Lehrern. Und da gäbe es auch einige Punkte zu sagen, die so signifikant sind. Das werden Sie wahrscheinlich nicht so genau sehen, aber es geht um nichts anderes als um den Intrarollenkonflikt. Der Intrarollenkonflikt ist der Konflikt der vielen Aufgaben, die Lehrer haben. Ja? Und Lehrer in Österreich haben tatsächlich mehr Aufgaben als in anderen Ländern, ganz einfach, weil wir auch weniger Hilfspersonal haben, wie Sie wissen. Und da haben wir eben die ganzen Pfeile, das ist, glaube ich, eh klar, bis hin zum Wirt, der will, dass man beim Ausflug halt ins Gasthaus geht. Ja, also es gibt unheimlich viele Pfeile. Und diese Pfeile, die sind was ganz was Besonderes. Diese Pfeile fallen nämlich eigentlich weg, wenn Sie ein
offenes Lernen einen anderen Zugang haben zu einer Schule, nämlich dass man die Verantwortung den Schülern übergibt. Der Österreicher tendiert dazu, nicht nur der Lehrer, ja, das auf sich zu beziehen, so ein bisschen als eine kleine auch Machtschicht, die ich dann habe. Ne, ich kann bestimmen, wann der Test ist oder die Schularbeit. Ja, das kann ich. Aber was hat das mit Lernen und Schule zu tun? Muss man sich sagen, ja? Muss man sich fragen. Noch eins zurück, bitte. Ich wollte nur das noch sagen. Und die Lehrer, und das ist auch interessant, es gab einen Leserbrief, wie schaut es mit der Zeit aus? Ja, das geht vielleicht schon noch. Einen Leserbrief, der so ganz interessant war, von Oberösterreich, vor circa einem Jahr, da ist es um die Zentralmatura gegangen. Und da hat eine Lehrerin sich beklagt, bitter beklagt, über die Diskussion und auch über die Zentralmatura. Es geht jetzt nicht darum, um die Zentralmatura zu diskutieren, aber sie hat sich beklagt, dass ihr sozusagen die viele Arbeit, sie hat zuerst über die viele Arbeit sich sozusagen negativ geäußert und den schlechten Ruf auch, dass die Lehrer hinter dem Scharfrichter wären, wörtlich, Scharfrichter, und vor allem die viele Arbeit. Und dann kam aber, ja, es ging um die Zentralmatura und eigentlich würde ihr Arbeit weggenommen, ja, aber auf diesen Wechsel ist sie nicht eingegangen. Das heißt, der Lehrer oder die Lehrerin stürzt sich sogar noch auf die Arbeit, teilweise, weil sie glaubt, Pflichterfüllung, wir sind Kaiser, sind wir wieder bei wir sind Kaiser, da könnte ja was Schlechtes rauskommen, wenn ich das andere machen lasse. Und das ist auch so ein Punkt, der ziemlich tief drinsteckt in den Österreichern. Und das wird auch ein bisschen unterstrichen unter dieser Befindlichkeit. Die Befindlichkeit der Lehrer ist, und das ist jetzt nicht nur, weil ich das so sage, das ist auch wissenschaftlich von der Europäischen Kommission sogar schon verschriftlicht, die Befindlichkeit der Lehrer ist so, dass sie sich wesentlich schlechter einschätzen im Bild der Gesamtbevölkerung, als es die Gesamtbevölkerung selber tut. Seit 1992 gibt es Umfragen, wo die Lehrer sich selber schlechtere Noten geben, als die Gesamtbevölkerung den Lehrern gibt. Das ist da beschrieben, also auch in dieser Euridice kann jeder nachlesen, Kommission, das heißt nichts Gutes natürlich. Das heißt, die Lehrer, die sehr engagiert sind natürlich auch, aber sie sehen diese Wertschätzung nicht von der Gesellschaft. Ja? Natürlich kommt es durch so Zeitungsartikel, das ist ja klar. Aber man könnte sich ja auch auf das Positive, was man geleistet hat, berufen. Ja? Das ist der Punkt dabei, bitte. Ja. Wie ist der Status wirklich? Ich habe da wieder den Scharfrichter drin, weil der Leserbrief, der hat mir imponiert. Wie ist der Status wirklich? Und wenn man sich das anschaut, ist man eigentlich überrascht. Der Status, wenn man nicht gleich fragt, und das soll man ja nicht, wie sind die Lehrer am Stammtisch, nicht? Das wird nichts bringen. Wenn man also seriös vorgeht und Indikatoren nimmt, zum Beispiel, wie schaut es mit dem Vertrauen aus? Haben Sie Vertrauen in die Lehrer? Naja, und da gibt es überraschende Ergebnisse, und zwar in fast allen Studien. Sie sehen da vertraue etwas und vertraue sehr kumuliert, ergibt bei Lehrer 76% haben Vertrauen, großes oder einigermaßen Vertrauen in die Lehrer. Und das ist von diesen Berufsgruppen an der zweiten Stelle. Hinter den Ärzten, ein sensationeller Wert. Bitte, das weiter. Ich möchte also nicht, Sie sehen sie. Da sehen Sie es vielleicht ein bisschen jetzt, ist doch ein bisschen klein, das darf ich vorlesen, da geht es jetzt um die Jugend. Wie denkt die Jugend über die Lehrer? Natürlich darf man die Jugendlichen nicht fragen, ist dein Lehrer ein klasse Bursch oder was weiß ich. Natürlich schimpfen sie, aber wenn man das seriös angeht, zum Beispiel Vertrauen in Institutionen. Das war Jugendstudie, Wertestudie 2000, es gibt leider keine neuere, weil das Institut für Jugendforschung ja inzwischen aufgelöst ist. An erster Stelle das Schulen- und Bildungswesen, an zweiter Stelle die Polizei, dann die Gerichte, Wirtschaftsunternehmen und Gewerkschaften. Aber schauen Sie sich den Vorsprung an. Und das ist schon interessant und es gibt dann auch noch Erklärungen, die bringe ich noch nach, bitte. Und das werden Sie vielleicht kennen. Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Qualität des Schul- und Bildungswesens in Österreich? Das ist bis zum Jahr 2003 in fast allen Schulen, glaube ich, gehangen, zumindest in der Steiermark, vom Bundesministerium. Auch das ist eigentlich ein sensationelles Ergebnis. Was Sie da rechts sehen, die grünen Balken sind sehr gut und gut kumuliert. Befriedigend ist dann
das Gelbe und das Rote ist nicht, also 4 und 5 nicht genügend und genügend. Das Interessante an dem Ganzen ist aber Folgendes, wie Sie sehen, das hat sich vom Jahr 1994 bis 2003 um 30% verbessert. Verbessert, ja. Ich muss dazu sagen, es hat sich inzwischen verschlechtert, das weiß man, aber auch durch die PISA-Diskussion. Trotzdem, es ist ein ganz interessantes Detail und ich würde jetzt einmal stoppen und ganz kurz fragen, ob jemand vom Auditorium eine Idee hat, welche Faktoren, es gibt immer mehrere, da reinspielen, dass sich das Image oder sagen wir mal so, die Qualität im Blickwinkel der Bevölkerung verbessert hat, so stark. Gibt es dazu irgendwelche Ideen? Bitte. Ja, also die persönlichen Erfahrungen am Standort jetzt, meinen Sie, ja? Ja. Kinder maturiert und BHS, ja. Aber ja. Das tun wir ja leise und mit der Schule direkt mit der Familie zu gehen. Ja, das könnte aber schlechter sein, das Ding. Das, es gibt da viele, die viel immer reingehen und schimpfen. Ja. Gibt es noch andere Ideen dazu? Bitte? Weil die österreichische Schule weiterhin so konservativ ist und die gesamte Schule draußen gelassen hat. Nein, das glaube ich eigentlich auch nicht. Aber es gibt vielleicht auch ein Segment, ja, die sieht, wir wehren uns gegen diese Reformen. Ich bringe nur noch eine Folie, dass das nicht stimmt. Also zumindest geben die Österreicher heute was anders an. Das darf ich dazu sagen. Bitte. Ich glaube, das ist deswegen, weil alle offenen Unterricht haben. Das ist ein guter. Da gehört jetzt applaudiert. Ein bisschen stimmt es aber, ein bisschen stimmt es, glaube ich jedenfalls. Bitte. Möglicherweise, weil Eltern immer mehr involviert werden in die Schulgeschehen. Ja, und was ist, wenn ich sage, sogar weniger involviert vielleicht? Ja? Du verstehst es nicht. Sie für die Kollegin versteht es nicht. Tu weiter, ich habe eine Auflösung. Also Entschuldigung, wollten Sie noch was, bitte. Partnerschaftliche Aspekte im Gegensatz zum autoritären. Ja, ja. Okay, du musst nochmal jetzt. Okay. Machen wir eine Auflösung des Ganzen. Das ist jetzt wissenschaftlich nur teilweise bewiesen, das sage ich dazu, aber es gibt natürlich sehr viele Teilaspekte, die man so rausnehmen kann und die eindeutig eben durch andere Umfragen erklärt werden. Ein Punkt stimmt meiner Meinung nach und auch so, wenn man so ein bisschen reinhört, und ich bin aus dem berufsbildenden Schulwesen von der HTL sprechen. Bei uns sind oft Eltern gekommen und haben sich gewundert, was heute in der HTL alles gemacht wird mit den Schülern. Vom sozialen Lernen bis also gemeinsame Kulturevents und so, das hat es bei uns alles nicht gegeben. Da hat es also die traditionelle Schule gegeben. Überhaupt keine Beziehung zum Lehrer und so weiter. Ne? Also da hat sich tatsächlich etwas geändert. Das wäre der letzte Punkt. Die Leistungen mancher Schulen bzw. Lehrerinnen, die werden schon gesehen. Ja? Die werden schon gesehen, und das steht auch im Kommissionsbericht der EU drinnen, dass gerade die Eltern ein besseres Bild von der Schule haben als Leute, die keine Kinder haben. Das ist eindeutig. Also das stimmt. Aber wenn ich um Gesamterklärungen noch dazu, es gibt immer eben ein Bündel von Faktoren, nehme, dann haben wir zum Beispiel die Positionierung am Arbeitsmarkt. Ja? Da kommt nachher noch etwas dazu. Sie wissen, Arbeitslosigkeit der Jugendlichen hat sich verdoppelt in Österreich. Sie wissen, wie wesentlich das ist, sich in der Schule zu positionieren, und damit man am Arbeitsmarkt positioniert ist. Und das macht die Schule natürlich wichtig. Das Gleiche mit der Ein-Kind-Familie. Der Trend zur Ein-Kind-Familie bedeutet nichts anderes als dieses eine Kind soll natürlich möglichst weit kommen, ich sage es einmal so. Legitim natürlich von den Eltern, von der Elternseite, ist ganz klar. Aber das bedeutet ja, dass die Schule auch wieder wichtig wird. Und natürlich auch der Erziehungsauftrag, eben in Klammer indirekter. Nicht? Es ist auch kein Geheimnis, dass, wenn ein Kind tagsüber unter Umständen allein zu Hause ist, ohne Geschwister, die Eltern ja froh sind, dass in der Schule der Lehrer ist und einmal sagt vielleicht, jetzt grüß einmal, nicht? Und so weiter. Ja? Das heißt, ich habe da auch noch Punkte unten, es gäbe noch mehr erklärungswahrscheinlich Modelle, aber Tatsache ist, ich habe sehr viel jetzt auch kritisiert an Österreich, an österreichischen Situation. Man soll das auch so sehen, dass es durchaus sehr positive Aspekte gibt in letzter Zeit, die sich entwickelt haben, gerade auch im offenen Lernen oder solche Dinge, die passieren ja inzwischen doch in nicht wenig Schulen. Und das war vor 30 Jahren sicherlich nicht so. Und das sehen auch die Eltern.
Ja, und jetzt, wenn ich bei Ruth Kohn bin und bei dem Ich, wir sollten natürlich auch noch die Schüler, die Kinder mit reinnehmen. Wie schaut es da aus? Und da habe ich einen wesentlichen Satz dazu, nämlich die Kinder sind bereits individualisiert. Die Schüler sind in einem Maße individualisiert, das wir eigentlich übersehen fast, ja, in der Schule. Die Kinder sind im Positiven und Negativen individualisiert. Die Jugendlichen haben heute nicht mehr den klaren Weg vor sich wie früher einmal. Es gibt positiv gesehen irrsinnig viele Möglichkeiten. Das Problem ist natürlich, dass das innerhalb dieser Möglichkeiten den Weg zu finden ein ganz schwieriges Ansinnen ist, gerade wenn es die Arbeitslosigkeit derzeit schon sehr stark gibt. Und was wirklich dramatisch ist, ist diese Umfrage Fessel 2005. Ich darf Ihnen das da vorlesen. 61 der 15- bis 19-Jährigen haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Natürlich ist das ein bisschen eine populistische Aufmache, aber Fessel ist eigentlich ein Institut, das doch sehr gut arbeitet. Also die Zahlen stimmen. Und was noch dazu kommt, nur 36% der 20- bis 30-Jährigen. Und da die Jugend eigentlich bei 11 oder 12 Jahren beginnt inzwischen, diese Inhalte, wenn du nichts lernst, dann kriegst du keine Arbeit und so weiter. Und der benachbarte Bub, der hat schon lange eine Arbeit, sucht einen Lehrplatz. Wenn man das dazu nimmt, müssen wir wirklich sagen, das ist eine Tatsache, die uns nicht sehr froh stimmen kann. Ja, dass also gerade auch sogar noch in der Schule wesentlich mehr Angst haben vor der Arbeitslosigkeit als nachher, wenn sie eigentlich schon in der Arbeitswelt sind. Ne? Das heißt, da werden Bilder vermittelt, die eigentlich gar nicht so real sind. Aber die Angst ist ganz stark da. Und das zeigt sich auch übrigens wieder, und da bin ich jetzt bei der Folie, die früher mal war, das zeigt sich wieder in dem Bereich, welche Lebensbereiche sind wichtig für Schüler, für Jugendliche. Und Sie sehen da oben Schule, Ausbildung, das ist wieder Jugendwertestudie 1990 bis 2003, dass sowohl Schule, Ausbildung als auch Arbeit um ca. 10% wichtiger geworden ist. Also das, was natürlich karg ist, sprich die Arbeit, der Arbeitsplatz, wird wichtiger. Ich kann jetzt sagen, das kann uns natürlich nützen, weil wir dadurch wichtiger sind. Wenn ich die Jugendlichen sehe, ist es natürlich eher, ja, der Grund ist nicht so positiv zu sehen. Bitte, ich kann von der Jugend natürlich nur zwei Aspekte, Elisabeth, bringen. Aber ein Aspekt ist auch ganz wesentlich, der sich vielleicht teilweise hinter den unseren Köpfen abspielt. Und das sind die sozialen Netze. Es sind 100% der Jugendlichen und auch der Kinder teilweise in sozialen Netzen. Die Kollegin Schachtner, Kommunikationswissenschaftlerin aus Klagenfurt, hat in Psychologie heute einen sehr interessanten Artikel, den kann ich weiterempfehlen. Sie analysiert, warum das so ist. Und das ist eigentlich, da kann ich wieder auf die Ruth Kohn zurückgehen, Kinder, die oft alleine zu Hause sitzen, finden plötzlich Freunde, finden Anerkennung, können sich selber darstellen. Das ist ganz etwas anderes, als es früher einmal war, wo man halt einfach vor dem Fernseher gesessen ist und sie berieseln hat lassen, oder auch Bücher sind ja selber nicht so interaktiv wie die digitalen Medien. Und in dem Sinn sagt sie auch, hier bekommen Jugendliche, was sie brauchen, um in der heutigen Zeit erwachsen zu werden. Also die sozialen Netze sind etwas ganz Wesentliches für die Jugendlichen, und sie schreibt zum Beispiel auch, interessant ist, wenn man so irgendwie den negativen Touch hat von sozialen Netzen, was da alles passieren kann. Es ist überraschend, wie normal sich Jugendliche in sozialen Netzen darstellen. Ganz normal. Wie eine normale Familie. Weil eben die Familie oft nicht so da ist, wie sie früher da war. Ne? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Okay. Und jetzt wird es noch härter in dem Sinn, und diese Aussagen sind auch von Experten, Berufsschulsystem Dänemark wieder, von zwei Lehrern: wenn ich vor der Tafel stehe und unterrichte, dann sollen sie still sitzen und zuhören, aber das tun sie nicht mehr, sie haben viel mehr im Kopf. Ein Lehrer über die Schüler. Beziehungsweise, als wir zur Schule gingen, gab es eine lineare Vermittlung, Internet und Computer bringen nun ein anarchistisches und chaotisches Lernen, man springt von Punkt zu Punkt.
Warum bringe ich diese Zitate? Weil eigentlich dann noch ein Satz kommt und der ist fast noch heftiger. Heftiger für, ich sage jetzt einmal, für den Paradigmenwechsel hin zur Individualisierung. Das ist nämlich der Satz, wie die Jugend heute denkt und arbeitet, das passt perfekt zu den heutigen Jobs. Und so ist es. Eigentlich ist es so, wenn man es genau nimmt. Darf ich die nächste Folie bitten? Wir haben tatsächlich, Technik ist, also ich bin, Sie haben vielleicht gesehen, Diplom-Ingenieur auch, ich bin auch Informatiker, und mache Techniksoziologie. Interessant ist, dass es immer eine parallele Entwicklung gegeben hat zwischen Technik und sozialen Wandel. Und die Technik hat eigentlich den Großteil des sozialen Wandels sogar bestimmt. Denken Sie an die Kleinfamilie, die entstanden ist durch die Produktionsstätten, erste industrielle Revolution, die hat es ja vorher nicht gegeben. Viele andere Veränderungen, das Reisen oder die heutige, natürlich die Kommunikationstechnologie, verändert ja alles. Wir wissen das alle, die Sprache, alles. Ja? Aber es ist eine gegenseitige Geschichte. Und zwar hat der Josef Weizenbaum, ein kritischer Informatiker aus den USA, einmal gesagt, the world became a computer long before they invented the computer. Und das ist ein sehr, sehr treffender Satz. Das heißt, die Welt selber ist zu einem Computer geworden, lange bevor der Computer eigentlich erfunden wurde. Das heißt, man hat das erfunden, was man eigentlich in der gesellschaftlichen Entwicklung braucht. Und wir haben heute eine dritte industrielle Revolution, die heißt Informationszeitalter. Wenn Sie das reinschauen, so ein bisschen in die Beschreibungen, wie heute produziert wird, von IKEA-Küchen bis was weiß ich was, flexible Spezialisierung. Wir haben auch in den Betrieben, egal wo, nicht mehr dieses Bild eines Arbeitnehmers, der, was weiß ich, lang geschult wird und dann sozusagen seinen Beruf ausübt und es ändert sich nichts mehr. Und wir haben auch bei den Kunden irgendwo eine Diversität, eine Heterogenität, denken Sie an die Speisen, was es alles gibt inzwischen, an die Vielfalt, die ganze Welt ist praktisch Individualisierung. Das will ich damit auch von, es ist auch belegbar eben von diesen, von dieser Sicht her, von dem Zusammenhang Technik und Gesellschaft, ist es nachvollziehbar. Bitte. Und jetzt komme ich noch kurz noch zu ein paar Argumenten. Man hat ja wahrscheinlich eh schon rausgehört, was man gesellschaftlich sagen kann, ist ganz einfach, dass Individualisierung, die Idee gibt es schon sehr lang, Demokratisierung, Freiheit und so weiter, für den Kind freie Entwicklung, die gibt es schon sehr lang. Aber der Punkt ist jetzt, dass sich rundherum die gesamte Gesellschaft schon in Richtung Individualisierung bewegt hat oder schon dort ist, dass es gar nicht anders geht mehr, als so zu denken. Ein Argument, und das ist jetzt wieder ein positives in die Richtung, dass man weiß, dass bei Umfragen eigentlich die Leute immer sagen, ja, passt ja alles. Ja, das ist so, auch das weiß man aus den Sozialwissenschaften. 2008 Bildungsmonitoring, und das war schon überraschend, dass insgesamt 78% der Österreicher für Reformen sind im Schulwesen. 78, das ist sehr viel. Das ist für die Österreicher, die ja veränderungsresistent sind, was ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach und Meinung vieler Experten nach, ist das sehr viel. Also offensichtlich wissen die Leute, so geht es nicht weiter. Und Sie selber wissen es natürlich auch, man sieht es ja in den Schulen, bitte. Man sieht es ja in den Schulen. Wir haben eine Situation, die nie so war. Wir haben ein Forschungsprojekt, Brigitte und noch zwei Kollegen und ich, wir haben alle HTL-Direktoren befragt in Österreich, wo es denn brenne sozusagen. Was sind die wirklichen Knackpunkte derzeit in der Schule? Und Sie sehen da die große Häufung, das ist eine Mittelwertsdarstellung. 0 heißt, da brennt es überhaupt nicht. Und 4 heißt, da ist hoher Bedarf. Und ich darf Ihnen, das sieht man natürlich jetzt leider nicht, links die hohen Balken sind Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, Diversität, Dropout-Raten und da haben wir noch dann die Leistungen, richtig Leistungsbereitschaft, Motivation und so weiter. Also der ganze große Bereich da betrifft eigentlich die Schülerin, mit ihrer Motivation, mit ihren Eingangsvoraussetzungen und man kann es zusammenfassen mit der Diversität der Schüler. Ja. Und da rechts ist auch noch, dass die andere Häufung ist die Zusammenarbeit der Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, wir haben die Ruth Kohn wieder hier, auch bei den aktuellen Umfragen im Schulbereich, beim Ich und beim Wir, da brennt es. Auf gut Deutsch gesagt. Deswegen ist diese Tagung so wichtig. Vielleicht
Auch noch ein Argument, ich bin 1997 da gewesen, nicht hier herum, dort unten, und das ist mir auch so bewusst geworden, wie ich jetzt hergefahren bin. Damals, ich habe in einer HTL bei einer Modellklasse war ich beteiligt zum sozialen Lernen, und da waren wir Fremdkörper, nicht? Da waren wir irgendwie, was ist denn das und so weiter. Und selbst beim Fahren noch, was tut es denn da, was ist denn das, was tut ihr da? Ja? Und mir ist es heute wirklich bewusst, immer wieder, wenn ich jetzt in der BH bin, es kommen die Anrufe, Anfragen von Direktorinnen und Direktoren und so weiter, wie tut man das? Sagt uns, wie das tun. Wir kommen ja fast nicht nach mit den Anfragen. Das heißt, das ist schon eine unheimliche Veränderung, die sich Gott sei Dank bei uns breit gemacht hat in vielen Bereichen im Bewusstsein, was Individualisierung und soziales Lernen anbelangt. Und deswegen, also die vielen Gründe, die ich jetzt gesagt habe, kann man vielleicht noch vom Erich Fried was anhängen. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Und das Motto der zukünftigen Schule sollte sein, querfeldein, dem der Einzelnen gerecht werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.